Wir haben dazu aufgerufen, uns Häkelquadrate in 10x10 cm zu schicken. Und wir verarbeiten das alles zu einzelnen Decken und versuchen dann, eine Riesendecke zu machen und damit den Weltrekord zu schlagen. Die Decke soll im Idealfall so groß werden wie ein Fußballfeld ohne die Strafräume. Dann hätten wir den Weltrekord geschafft. Ich häkel jetzt hier seit 15 Monaten mit. Manche verstehen das erstmal nicht so, aber eigentlich sind die relativ schnell begeistert davon, ne? Weil die halt sehen, was sie schaffen. Sie schaffen überhaupt was. Manche schaffen zum ersten Mal in ihrem Leben was, was sie dann auch tatsächlich nach kurzer Zeit sehen können. Also bis jetzt ist noch keiner wieder weggegangen, weil ihm das hier zu mädchenhaft war. Also wenn die einmal dabei sind, dann bleiben die auch dabei. Häkeln habe ich erst hier gelernt, hatte ich vorher noch nie Erfahrung mitgemacht und gefällt mir ganz gut, macht auch viel Spaß. Ja. Die Nachfrage ist groß. Jetzt im Winter werden natürlich sehr viele Mützen gefragt. Wir gucken dann, dass wir im Sommer vielleicht ein paar andere Artikel mit dazu kriegen, machen so Einzelprojekte wie unser Fahrrad. Also im Moment ganz gefragte Sache, freut mich. Wir haben viele Gefangene damit beschäftigt, das ist ja unser Hauptziel, mit den Gefangenen was Sinnvolles zu tun und das klappt eigentlich ganz gut.